Es freut uns sehr, dass Sie diesem Aufruf so zahlreich nachgekommen sind. Im Namen unserer Grundschule Essingen darf ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Aufgrund des kurzen Schulhaltjahres konnten wir dieses Jahr leider kein gemeinsames Krippenspiel einstudieren. Die musikalischen Beiträge heute Abend erwuchsen alle aus dem Musikunterricht und wurden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen einstudiert. Und ich kann nur sagen, ihr Kinderlein kommt und singt und spielt uns die wunderbaren Melodien und Weisen von Weihnachten vor. Vielen Dank. Fliegt ein Engel wie ein Vogel durch das ganze Himmelsfeld? Oder steuert ein Raumschiff neben dem Gott auf unsere Welt? Hat er Flügel oder keine, ist ein Engel ohne Beine. Ich bringe eine Kanne voll frischer Milch. Unter den Hirten war aber auch ein kleiner Hirtenjunge, der war bettelarm und hatte nichts, was er dem Kind schenken konnte. Traurig lief er zum Schafstall. Er suchte in dem winzigen Eckchen, das ihm gehörte, nach etwas, was er vielleicht noch mitbringen konnte. Aber da war nichts. Nichts war auch nur ein Anschein eines Geschenkes hatte. In seiner Not zündete der Hirtenjunge eine kleine Kerze an. Er suchte in jeder Ritze und in jeder Ecke. Doch alles Suchen war umsonst. Da setzte er sich endlich mitten auf den Fußboden und war so traurig, dass ihm die Tränen an den Backen hinunterliefen. Da bringen wir dem König der Welt alle möglichen Geschenke. Ich glaube aber, dass du das allerschönste Geschenk hast. Erstaunt blickte ihn der Hirtenjunge mit verweinten Augen an. Aber ich hab doch gar nichts. Da dachte der alte Hirte. Ha, seht euch diesen Knirps mal an. Da hat er eine leuchtende Kerze und meine, er habe gar nichts. Soll ich dem Kind vielleicht diese Kerze schenken? Ja, sie ist hell, sie ist warm. Da stand der Hirtenjunge auf, legte seine Hand schüttelnd vor die kleine Flamme und machte sich mit den Hirten auf den Weg. So knieten die Hirten vor der Krippe nieder und beteten den Herrn der Welt an. Das war ganz toll, wie ihr gesungen habt. Ich bin immer wieder begeistert und deswegen von uns Lehrern einen ganz kräftigen Applaus. So, aber bei einem Kind möchte ich mich besonders bedanken heute. Das ist nämlich die Linda. Weil die Linda, die hat nämlich heute Geburtstag und ist an ihrem Geburtstag extra gekommen. Dafür einen recht herzlichen Applaus, liebe Linda, und vielen Dank. So. Und ich denke, es gehört zu einem Geburtstag, dass wir da ein Lied singen. Das singen wir natürlich alle zum Geburtstag. Viel Glück, weil ich stimme es am Klavier an und dann singen wir dir ein Lied, das ganz nach vorne kommt. Hier ist die Linda, Geburtstagskind, ein Lied für dich. Alles Gute, und weil es heute ist, ausnahmsweise auch ein Geschenk. Bitteschön. Gut.